Hallo Rad- und Wanderfreunde, heute melde ich mich mal aus Schloss Holte-Stukenbrock. Es ist zwar schon 14 Uhr, wir sind wieder nicht in die Pötte gekommen, aber wir wollen hier eine wunderschöne Tour machen. Ich schaue mal auf meinen Zettel. Und zwar handelt es sich um den SHS1. Der führt uns durch die Ortsteile von Schloss Holte-Stukenbrock, dann durchs Furlbachtal, an die Emsquellen und durch den Schlossholter Wald. Ein Highlight werden sicher die Emsquellen sein, da war ich schon ewig nicht mehr. Würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Also los geht's. Ah, hier starten wir gleich an dem Hanneteich. Keine Ahnung, was das ist. Das gefällt mir ja schon mal von Anfang an. Und jetzt geht es offensichtlich rechts um die Ecke. Hier gibt es schon kleine niedliche Weihnachtsbäume, aber für dieses Jahr wird das natürlich nichts. Inspiriert hat mich übrigens die Karin für diese Tour. Die war vor kurzem auch hier. Und die Aufnahmen haben mir sehr gut gefallen. Deswegen sind wir jetzt mal mit dem Rad hier unterwegs. Zumal es ja nicht so weit von uns aus ist. So, jetzt müssen wir ein wenig hier an der Hauptstraße fahren. Aber das wird vermutlich nicht so lange sein. Und ich habe ja ein Radweg. Die Hauptstraße haben wir jetzt zum Glück hinter uns gelassen und jetzt geht's in den Schlossholterwald oder wie immer der heißt. Ja, ist doch schön. Diesen Lärm vom Straßenverkehr mag ich weniger. Am Sonntag hier mit dem Rad zu fahren, da ist halt ein bisschen Betrieb, muss man mit klarkommen. Aber es ist ein Rad- und Wanderweg. Schön ist auf jeden Fall. Herrlich, ich liebe es, so durch den Wald zu fahren. Tolles, schönes kleines Tal hinter uns. Ich weiß noch nicht, wie es heißt. Ich versuche es euch mal zu zeigen. Man wird natürlich nicht sehen, wie steil das hier bergab geht. Und da unten wachsen so tolle Pflanzen. Weiß ich natürlich auch nicht, wie die heißen. Und da fließt so ein kleines Rinnsal unten lang. Einfach klasse. Jetzt müsste man ein bisschen mehr Zeit haben. Ich morgens einfach den Wecker ausmachen und weiter schlafen. Dann hätte ich hier schön, oh, hätte ich das wunderschön genießen können hier. Aber das geht nicht. Wir müssen weiter. Sonst schaffen wir die Tour nicht mehr im Hellen. Also los! Hopsasa. Was ich noch sagen wollte, hier sind zwar viele Sandwege, Feldwege, Schotterwege, aber alle in Top-Zustand. Man kann da problemlos fahren. Auch mit dem normalen Tourenrad. Und das macht mir Spaß. Das Schöne ist, hier im Wald verläuft sich das Publikum. Hier ist kaum noch einer und das ist schön so. Und dieser Top-Herbsttag macht einfach Spaß. Wohl doch ein Wandertag. Gerade habe ich noch erzählt, schön ruhig hier. Ich sag ja, glaubt mir nichts. Schaut euch nur mal an, wie viel Publikum hier ist. Und die wandern hier alle. Naja, aber der Wald gehört uns ja nicht alleine. Ja, wie man sehen konnte, ist wohl Maiserntezeit. Klar, wird immer im Herbst gemacht.
Und hier ist mal gerade der Weg ein bisschen schlechter, aber der wird bestimmt gleich wieder besser. Und von den vielen Menschenmassen ist zum Glück recht wenig zu sehen. Wir haben uns hier ein bisschen verhaspelt, oder es stimmt sogar, ich habe keine Ahnung. Es geht jetzt mal richtig hier ins Gelände. Ich habe mal die Kamera an den Lenker geschraubt. Ich hoffe, das klappt, weil hier brauche ich beide Hände. So, auf geht's. Ganz schön steil. Ich glaube, das könnt ihr gar nicht so sehen. So, hier kann ich nicht fahren. Da muss ich erstmal einen Meter schieben. Aber hier, denke ich, geht's weiter. Aber Leute, es ist steiler, als ihr vielleicht sehen könnt. Aber es wird schon klappen. Und wenn nicht, könnt ihr gleich sehen, wie ich mich auf die Nase lege. Schöne Strecke. Hier geht es gleich wieder ordentlich bergauf. Aber ich wollte euch gerade mal hier den Furtbach zeigen. So heißt der, glaube ich. Ein toller kleiner Bach. Ich glaube, es ist ja auch das Furtbachtal, keine Ahnung. Schaut mal, wie viel Sand da drin ist. Habe ich wieder Quatsch erzählt, das ist nicht der Furtbach, sondern der Furlbach. Oder nicht? Doch, ich glaube, so war es richtig. Und hier dürfen wir wieder ein Stück Straße fahren. Wir kommen jetzt nach Stukenbrock-Senne. Das Ganze liegt übrigens hier im Kreis Lüdersloh. Da steht schon ein Schild, Emsquellen 2 Kilometer. Und da ist so ein toller Pfahl hier, keine Ahnung. Das Üble ist, schaut mal, was da hinten steht. Biergarten, wäre ich mal früher aufgestanden. Für sowas habe ich jetzt leider keine Zeit. Da hinten geht es jetzt weiter. So, fast hätte ich das übersehen. Hier geht es zur Ems Erlebniswelt. Da müssen wir natürlich mal schauen, was das ist. Da steht schon das Eingangsschild. Aber hier ist natürlich sehr viel Betrieb. Ein Teich mit tollen Fischen hier drin. Lauter Goldfische. Die genießen auch die Sonne. So, und da hinten geht's irgendwie weiter. So, hier geht es zur Ems Erlebniswelt. Da ganz da drin muss man natürlich Schutzmaske tragen. Und das soll sehr interessant sein. Und hier gibt es auch eine E-Bike-Ladestation. Da unser Radweg 50 Kilometer hat und wir, wie gesagt, nicht aus dem Bett gekommen sind, müssen wir uns das jetzt auch verkneifen, hier reinzugehen. Das werden wir vielleicht mal im Rahmen meiner zweiten Tour machen. Ja, sorry, wir haben erst 15 Kilometer geschafft und heute geht es wieder getreu nach dem Motto, der Weg ist das Ziel. Und die 35 Kilometer möchte ich nicht unbedingt im Dunkeln fahren, sondern noch im Hellen. Deswegen geht es jetzt erstmal weiter. Zu den Emsquellen sind es jetzt noch etwa 1000 Meter. Es kommen schon sehr viele Menschen entgegen. Ich bin ja mal gespannt, ob ich da überhaupt filmen kann. Hier sind wir jetzt auch in der Region, wo es die berühmten Senner Pferde gibt. Eine Rasse, die es schon sehr lange hier gibt. Der Ursprung geht bis aufs 12. Jahrhundert zurück. Und die werden ja anscheinend immer noch gepflegt. Mal schauen, ob wir eins zu sehen kriegen. Da habe ich dann wohl Pech heute, weil diese Koppel ist zumindest leer. Ja, hier hinter mir ist der Truppenübungsplatz Senner, militärischer Sperrbereich. Da darf man nicht rein. Manchmal kann man mit dem Auto oder Motorrad hier durchfahren über die Panzerstraße.
aber es ist nicht immer offen. So, da rechts geht es zum Ems Infozentrum. Ihr seht ja selber, was hier los ist. Und da vorne geht es zu den Emsquellen. Da ist auch richtig Betrieb. Da fahre ich jetzt mal drauf zu. Ja, filmen kann man hier so gut wie gar nicht. Es ist einfach zu viel Betrieb. So, ich gehe mal runter zu den Emsquellen. Fahrräder müssen wir oben lassen. Ich zeige es euch mal. So, ich habe mir gerade einen Moment abgepasst, wo halt hier zumindest auch sehr auf der Treppe nicht so viele Leute sind. Ja, hier sehen wir den Ursprung der Ems. So ein kleiner Rinnsal ist es. Hier beginnt der berühmte und bekannte Emsradweg, den ich euch auf jeden Fall empfehlen kann. Ich bin ihn schon mal gefahren. Da hatte ich aber noch keine Kamera und habe noch nicht gefilmt. Ich werde das vielleicht irgendwann noch mal nachholen. Ja, die noch sehr junge Ems. Und Betrieb und Krach. Ihr seht, was hier am Ems Infozentrum los ist. Es gibt zwar wunderbar Kaffee, Kuchen, Waffeln, Bratwurst, sonst was. Aber auch das fällt heute weg, weil hier ist so viel Betrieb. Das tun wir uns jetzt nicht an. So, jetzt sind wir gerade 1 Kilometer weiter und hier ist es schon mal ein Stückchen ruhiger. Dann bin ich immer froh, dass ich mit dem Rad unterwegs bin. So, und jetzt auch weiter. Ich hoffe, die Tour macht euch trotzdem Spaß. Nur sich heute Sehenswürdigkeiten anzusehen, das hätte ich mir eigentlich gleich denken können, das wird nichts. Umso mehr genießen wir den Radweg und ich hoffe, ihr auch. Hier vor uns sehen wir noch mal den Furlbach. Jetzt fahren wir wieder auf Schloss Holte zu. Da stand Schloss Holte 4 Kilometer. Unsere Tour ist natürlich noch einen ganzen Tacken länger. Wir haben noch etwa 30 Kilometer. So, wir waren gerade jetzt in Liemke und hier kann man ganz gut fahren. So, und was vermutet man in Schloss Holte? Natürlich ein Schloss. Das Wasserschloss Schloss Holte, das schauen wir uns jetzt mal an. Jo, privat mal wieder. Keine Besichtigung oder dergleichen. Aber schön ist es.
Ja, wunderschön, diese Spiegelung im Wasser. Herrlich. So einen schönen Herbsttag. Den braucht man. So, jetzt fahren wir durch den schönen Holterwald oder Schloss Holterwald. Tolle Wege hier durch. Und es sind noch immer 20 Kilometer. Das hier, wenn ich mich nicht täusche, müsste der Ölbach sein. Ja, das ist mal ein schöner Radweg. Ich weiß nicht, ob das so rüberkommt. Die Sonne, die scheint hier so durch die Blätter. Und wie immer, wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr das machen würdet oder mir ein Like geben würdet oder mir eure Meinung zu der Tour geben würdet. Die neigt sich jetzt bald gleich dem Ende. Deshalb hier noch mal eine kleine Zusammenfassung. SHS 1 hieß unser Rundkurs, Schloss Holte-Stukenbrock, Rundweg 1. Hatte teilweise sehr wunderschöne Passagen, aber auch weniger schön. Es waren doch einige Straßen dabei. Aber alles in allem eine empfehlenswerte Tour. Sind jetzt bald wieder am Parkplatz. Genießt noch die letzten Minuten mit mir zusammen. Ja, wenn man so viel quatscht. Dann kommt man von der Route ab und das ist mir passiert. Jetzt müssen wir wieder ein Stück zurückfahren. Das war's jetzt für heute. Schaut euch im Nachspann noch die Tour an. Ciao, euer Richie on Tour.